Wir sind zu dritt. Ich nenne mich, der Esel nennt sich immer zuerst, aber ich stehe halt alphabetisch auch oben. Mein Name ist Andreas Krupp. Wir sind drei Lehrkräfte, Lehrer, Fortbildner, Fachberater, Abteilungsleiter aus Baden-Württemberg. Ja, und was wir so in der Pandemie gemacht haben und was unsere Quintessenz danach draus ist, darauf würden wir eingehen. Frank, vielleicht du? Jawohl. Dankeschön. Genau, also das ist Frank. Zum Vorstand. Hallo. Andi. Und ich würde es mal anfangen, wir möchten so ein bisschen anhand unserer Reise durch die Pandemie beschreiben, wie das bei uns in Baden-Württemberg gelaufen ist an der Schule und was wir möglicherweise für Ideen daraus ableiten würden, wie man Bildungssysteme eben auch digitalisieren kann, außer dass man halt sagt, man nimmt irgendwie eine große Office-Software und sagt, hier habt ihr alle Word und fangt mal an. Und ich würde jetzt anfangen, die Situation in Baden-Württemberg, also da oben steht es, Januar 2020, bevor also dieses Virus bei uns vorbeikam, war so, dass die Schulen die Möglichkeit hatten, bei Bellevue, das baden-württembergische Hochschulnetz, bestimmte Dienste in Anspruch zu nehmen. Und einige oder eigentlich sehr viele Schulen haben das auch gemacht, was es schon sehr lange gab, auch begleitet durch Lehrerfortbildungen, war die Möglichkeit für Schulen, dass sie sich dort ein Moodle einrichten lassen. Also da liefen schon Fortbildungen, als ich angefangen habe, also so 2004, 2002 gab es da schon Fortbildungen zu, also das war schon sehr, sehr alt und ging immer. Dann konnten die Schulen Webspace haben, wenn sie wollten, also für ihre Schulhomepages. Es gab E-Mails, also zumindest für die Lehrer problemlos, für die Schüler ging es auch, war ein bisschen aufwendiger, also man hatte praktisch die Möglichkeit, eine dienstliche E-Mail zu haben. Ein wichtiger Dienst für die Schulverwaltung in Baden-Württemberg war einfach die Verbindung ins Landesverwaltungsnetz, um praktisch die Schulverwaltungsnetze mit dem Kultusnetz zu verbinden. Und es gab noch ein paar andere Möglichkeiten, die wir hatten. Und insgesamt war die Situation so, dass etwa 1000 Schulen das relativ aktiv genutzt haben. Also die hatten eine Moodle installiert, haben die E-Mails für die Lehrer benutzt und so weiter. Und dann wissen wir ja alle, dann war das so, dass im März 2020 diese Situation mit dem Virus ein bisschen virulenter wurde. Und unten ist diese Zeitlinie so ein bisschen abgebildet, also am 12.03. ging das los, da haben sich die Zeichen verdichtet, dass die Schulen also geschlossen werden müssen. Und da haben natürlich die Schulen dann auch angefangen zu überlegen. Und über das Wochenende 14. und 15. März haben die Damen und Herren von Bellevue schier Unvorstellbares geleistet. Die hatten da noch einen Stapel Server, den sie eigentlich sowieso vorbereitet hatten zum Austausch von Hardware später, den haben die genommen und haben dann übers Wochenende mehr oder weniger in ihrer Freizeit die Anzahl der Moodle-Installationen von 1000 auf 5000 hochgeschoben. Das heißt, die hatten praktisch übers Wochenende Anfang der darauffolgenden Woche, also an dem Montag war der letzte Schultag, wo wir die Schüler gesehen haben und danach war die Schule zu und an diesem Montag hatte jede Schule in Baden-Württemberg die Möglichkeit, Moodle zu benutzen. Also wir zum Beispiel haben ein eigenes Moodle gehabt an der Schule. Wir haben auch eine Mail im Briefkasten gehabt, in der Posteingangsbox, wo eben drin stand, hier ist Ihr Moodle, können Sie benutzen. Ja, also unglaublich starke Leistung. Ja, und das Problem war, ich weiß nicht, ob das in Bayern oder generell so mitverfolgt wurde, Baden-Württemberg war dann ein paar Mal in den Schlagzeilen auch so, dass es also nicht so gut lief mit den Moodles und so weiter. Das hatte vor allen Dingen einen Grund. Die neue Hardware, wo die 4000 neuen Moodles drauf waren, die lief eigentlich tadellos, aber die 1000 Bestandskunden waren halt noch auf der alten Hardware. Und das war natürlich eine ungünstige Situation, weil die Bestandskunden, die schon immer Moodle benutzt haben, das natürlich auch eher angenommen haben, das dann für die Pandemie sofort in Betrieb zu nehmen. Und dann war das natürlich doppelt doof, die alte Hardware, die 1000 alten Schulen und zack, ging das ein bisschen in die Knie, da haben wir ein bisschen schlechte Presse gehabt. Und dann begab sich eine Sache, und zwar, da kann man einfach das Engagement von Andreas Krupp nicht hoch genug einschätzen. Also ich habe in meinen Unterlagen geguckt, schon am 22.03. haben wir uns zum ersten Mal eine Videokonferenz zusammengeschaltet, wo er klipp und klar gesagt hat, wir brauchen noch eine Möglichkeit, dass wir die Moodles ergänzen durch ein virtuelles Klassenzimmer in irgendeiner Art und Weise, und er hatte, also ist gut vernetzt im ZSL bei uns und so weiter, hat also da hinter den Kulissen schon gearbeitet, um zu schauen, ob wir nicht in irgendeiner Form BBB für die Schulen in Baden-Württemberg einen Start kriegen könnten. Und das haben wir dann auch gemacht, und am 31.03. haben wir im Prinzip schon
ein Setup gehabt, also es waren tatsächlich wir drei, so wie wir hier stehen, haben ein Setup gehabt, wo wir gesagt haben, wir sind auch zuversichtlich genug, dass man das hochskalieren kann für mehr Schulen, und dann begann das Onboarding. Ja, davor hat das Land Baden-Württemberg auch so ein bisschen rumgeeiert schon. 2018 gab es die Initiative, wo die LABW an den Start bringen sollte. Das war eine aus Open-Source-Komponenten zusammengestellte Bildungsplattform, die allerdings an Dienstleister ausgegeben wurde, die das nicht so richtig gut konnten. Das war also nicht so richtig gut gemacht, hat also nicht so gut funktioniert, ist dann irgendwie auch ein bisschen untergegangen. Und dann wurde die Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet unter Frau Eisenmann, und die waren ganz klar in Richtung Hyperscaler, also man muss im Prinzip, also es war im Prinzip klar, man musste Microsoft ausrollen, also sowohl für die Authentifizierung als auch für die sonstigen Dienste. Insgesamt haben die Verantwortlichen aus dem Scheitern von Ella vor allen Dingen die Folgerung gezogen, dass sie gesagt haben, okay, selber können wir es wohl offensichtlich nicht, das geht nicht mit Open Source, das ist unmöglich, wir müssen das outsourcen, wir müssen jemanden bezahlen, der das für uns macht. Haben sie ja vorher auch gemacht, das landeseigene IT-Unternehmen, aber halt leider nicht so gut. Das Problem am Anfang der Pandemie war jetzt, dass wir natürlich mit dem Outsourcing nicht so weit kamen, weil die waren natürlich alle gut beschäftigt. Ja, also das hat man nicht so richtig mitgekriegt, aber natürlich hat auch Microsoft und Google den Umfang ihrer Dienste einschränken müssen, weil natürlich auch die Hyperscaler nicht Ressourcen vorgehalten hatten für das, was dann passiert ist. Ja, dann kam eben praktisch, das ist nur ein Zitat von einem Mitarbeiter des Bellevue-Teams: Am Freitagabend boten wir dem Kultusministerium vorsichtig unsere Hilfe an. Bis dienstags hatten wir es dann geschafft, eine Plattform mit vielen tausend funktionierenden Moodles hochzuziehen. Das war praktisch das Zitat im Nachhinein von den Bellevue-Mitarbeitern. Und was mir da wichtig ist, heute bin ich auch nicht mehr so offiziell vom KUMI da. Also das KUMI hatte eigentlich keinen Plan, sondern gerettet haben das einfach Menschen, die wussten, wie es geht und die es einfach gemacht haben. Muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, und es hat ja auch funktioniert. Wir hatten dann im Prinzip während der Pandemie zwei Säulen, auf denen das Ganze stand. Bellevue hat die Moodles gemanagt und hat die Moodles auch immer besser ins Laufen gebracht. Da gab es schon immer wieder natürlich so Situationen, wenn wieder so eine Phase mit Fernunterricht begann oder sowas, wo das eben nicht so gut ging. Ein oder zweimal waren auch wir schuld. Also da gab es ein paar Bugs in dem BBB-Plugin. Das heißt, wir haben irgendwie Mist gemacht und dann ist unser BBB nicht mehr rund gelaufen. Das hat dann am anderen Ende des Dings die Moodles in den Keller gezogen. Also es gab immer mal wieder so Reibereien, aber im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Und das BBB, das war tatsächlich so, das waren wir drei am Anfang und dann kamen nach dem ersten Schuljahr noch zwei Kollegen dazu. Das heißt, wir waren dann am Ende zu fünft und das wurde innerhalb der Kultusverwaltung im Prinzip, man kann ja schon sagen, so als Unterprojekt vorangetrieben. Und es gab einfach so eine Gruppe von Leuten, die gesehen haben, es funktioniert, und die haben eben auch dafür gesorgt, dass es die entsprechenden Haushaltsmittel und Ressourcen gab. That's pretty much it. Zu Technik. Funktioniert denn das Teil? Nach rechts klicken, dann geht es weiter, und nach links klicken, dann geht es zurück. Also, wir wollen ein kleines bisschen über den technischen Hintergrund reden, aber wirklich nur ganz knapp, weil ein Teil davon auch inzwischen nach zwei, drei Jahren, wo sich das massiv weiterentwickelt hat, aufgrund der Pandemie halt auch nämlich so aktuell ist. Also, wir haben gestartet mit so recht großen Servern, die haben 64 Threads gehabt, und zu dem Zeitpunkt war das BigBlueButton hat nur einen einzelnen Node-Prozess gehabt. Und die Aussage, oder die, ja, es war halt so, dass im Prinzip da, wenn man jetzt auf so einen Server so einen BigBlueButton drauf macht, dass der eigentlich da die ganze Leistungsfähigkeit von dem Server nichts nutzt, weil der das halt einfach nicht ausnutzen kann, diese vielen Kerne. Und wir haben jetzt keine große Erfahrung damit gehabt. Und es war aber klar, dass wir, wenn wir das machen, dass wir es so machen, dass wir es im Prinzip beliebig skalieren können. Und wir haben uns dann so eine Lösung überlegt, die so ausgesehen hat, dass wir als Unterbau haben wir Debian Stable genommen. Und weil wir dann aber möglichst das BigBlueButton, damit es da keine großen Latenzen und Zeugs gibt, dass das möglichst eng auf dem Host-Kernel sozusagen läuft, dass man da nicht groß mit Virtualisierung oder irgendwas das machen, sondern wir haben so System-D-Endspan-Container gemacht. Das sind im Prinzip so
bisschen ausgefuchstere Change-Root-Umgebungen. Und wir haben dann auf jeden von diesen Servern haben wir bis zu 28 BigBlueButton-Server konnten wir da drauf machen. Und das haben wir dann am Anfang auch wirklich so gemacht und hatten dann noch so einen für das Audio-Zeug so einen Coturn-Server. Und ja, das war's im Prinzip schon. Das Ganze haben wir mit Ansible haben wir das installiert auf die Maschinen und dann haben wir die ganzen Zugriffe haben wir über so einen Scalite-Server, auch von der Gruppe um BigBlueButton rum ist das, so ein Lastverteiler haben wir das damit dann alles verteilt von den verschiedenen Moodle-Instanzen. Also wenn man sich das anschaut, wie so ein Bildchen, da war das dann so, waren die Moodle-Instanzen, das sind die Benutzer und die gehen auf ihre BigBlueButton Aktivität und dann kommen die auf den Scalite und der weiß, wie viele Veranstaltungen laufen, auf welchem BigBlueButton-Container und dann vermittelt dieser Scalite eben die entsprechende Moodle-Instanz zu einem Server, der halt nicht groß belastet ist im Moment. Und wir hatten am Anfang hatten wir 40 Hosts mit bereits mehr als 1000 BBBs. Hier ist so ein Ausschnitt, wo man dann die Server sieht. Jeder Server ist eine Farbe und die sind einfach so übereinander gelegt. Und man hat dann immer gesehen, die Schule fängt morgens so an, irgendwie so 7:30 rum. Und dann kommen die ersten 2 Stunden, ist meistens so ein Block. Und dann kommt im Mittel halt gesehen, kommt die erste größere Pause. Und dann kommen die nächsten 2 Stunden, wieder eine Pause, nochmal 2 Stunden, dann haben wir 6 Stunden geschafft. Dann kommt Mittagspause, die ist ein bisschen größer und am Nachmittag haben dann nämlich alle Unterricht und dann geht es so und vielleicht ist noch ein bisschen was am Abend oder so. Und so ging das in dieser ersten Welle, soweit waren wir nach der ersten Welle, die hat ja ungefähr die Zeit jetzt so, ja, da war sie schon am Laufen und ging dann so bis zum Sommer und dann war eigentlich jeder, hat eigentlich so gesagt, ah, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Sommer, ist das weg und Winter, wer weiß, ob da noch irgendwas kommt. Und so hat jeder eigentlich gehofft, dass da nichts mehr groß passiert. Und mir auch, genauso. Und dann hat man aber irgendwie, wurde es dann so langsam Oktober, November und die Zahlen sind schon wieder hoch und diese Virologen und so, die haben das ja schon vorher gesagt, dass da wieder eine Welle kommt. Und dann hat man, ja, man muss optimistisch sein, gell? Sagt man dann, das wird vielleicht passiert das ja auch nicht und so. Kann ja auch mal anders sein. Und ja, was dann allerdings passiert ist, dann wurde es halt doch immer mehr. Und na, kamen sie kurz vor Weihnachten, kamen sie da zu uns und haben gesagt, okay, nächste Woche machen wir die letzten 3 Schultage machen wir dicht, weil da sind jetzt die Zahlen einfach zu hoch. Und nach den Winterferien, da machen wir dann alles Fernunterricht und da muss eure Infrastruktur 10-mal so groß sein, wie sie jetzt ist. Und dann haben wir uns das anguckt und wir hatten so ungefähr 40.000 Nutzer, konnten wir so bedienen zu dem Zeitpunkt und wir mussten das dann hochskalieren und haben dann, sind dann ein bisschen an die Grenzen gekommen von der Lastverteilung und haben das dann in so mehrere Gruppen aufgeteilt und haben das über einen Lastverteiler hat es dann weitergegeben an so eine Art Unterlastverteiler, die das dann auf jeweils immer so einen Block, da konnten wir gewissermaßen die Erfahrungen, die wir mit einem so einen Block gemacht hatten, konnten wir behalten und trotzdem halt mehrere solche Blöcke bedienen. Und damit hat man dann die nächste Welle, hat man dann mehr oder weniger eigentlich ganz gut bewältigt. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil das so relativ eng ein weiter Zeitraum ist, sind die Peaks da nicht ganz, die fallen dann runter einfach aufgrund von Mittelungseffekten, aber man sieht oben noch Teilnehmer max 185.000, also das war so in dem Zeitraum, was wir da so abgearbeitet haben. Und ja, das war das, was wir im Endeffekt erreicht haben dann nach der Zeit und dann kamen die ganzen Impfungen und dann hat man, ja, heute sieht man das ja auch mit den Schulschließungen wieder ein bisschen anders und so. Ja, ich glaube, da
brauchen wir jetzt nicht hier jetzt so weiter drauf eingehen. Gucken wir mal zum nächsten. Genau, also die Zahlen muss man noch dazu sagen, das war eine sehr frühe BBB-Version, die quasi pro BBB-Host nicht sonderlich viele User verkraftet hat. Das heißt, die leistungsfähigen BBB-Versionen, wie wir sie heutzutage haben, die locker in einem Meeting 600 User verkraften. Laut TU Chemnitz, die es dann schon unter der Hand mal andersweitig getestet haben, noch mit ein bisschen modifiziertem Setup, auch 1500 User in einem Meeting. Das heißt, mit der Infrastruktur, die wir damals hatten, würden wir locker jetzt ganz Baden-Württemberg mit 1,5 Millionen Schülern auch abfespern können. Das wäre überhaupt kein Thema. Ja. So, dann kam aber so quasi der baden-württembergische Freedom Day. Das heißt, die Pandemie wurde mehr oder weniger dann so halt über Wochen, Monate hinweg für beendet erklärt. Und dann gilt es jetzt mal anzuschauen, was ist dann quasi so, wenn wir sagen, okay, da gab es diesen Cut und dann, was ist eigentlich nach der Pandemie passiert? Eine zentrale Aussage, die ich da schon ziemlich spannend fand, weil das Kultusministerium in Baden-Württemberg ja parallel einen Pilotversuch mit MS365 mit Teams hatte, was die Schulen da immer übersehen hatten, das war die S3 bzw. E3-Plan, der also security-mäßig für Firmen eigentlich designed ist, kostenpflichtig, total abgesichert. Und es wurde in Kooperation mit einem technischen Büro vom LFDI sogar noch mit Microsoft-Mitarbeitern dieser E3-Plan quasi auf E3+ gehoben, also auf eine höhere Security-Stufe. Ja, und das flog ihnen halt trotzdem um die Ohren, weil das technische Büro vom LFDI gesagt hat, da gibt es immer noch Datenabflüsse, die uns kein Microsoft-Mitarbeiter erklären kann. Ein paar Datenabflüsse sehen wir live und der LFDI hat gesagt, er ist nicht dabei. Und bevor er dann ausgeschieden ist, hat er Netzpolitik.org noch ein Interview gegeben und da fand ich eben ziemlich charakteristisch diese Aussage, die wir auf der Folie hier sehen, dass er also groß darüber erschreckt war, wie schnell quasi staatliche Stellen von ganz oben bis ganz unten einfach gesagt haben, hey, scheiß drauf, wir nehmen das, was es am Markt gibt, weil ja, wie gesagt, Frank hat es ja schon dargestellt, die landläufige Meinung schlicht und ergreifend ist, ja, sowas kann eben nur ein Hyperscaler, sowas geht mit Open Source oder sowas geht auch mit landeseigenem Personal, mit so ein paar Napfnasen von Lehrern hier, geht sowas nicht, ne? Weil wir sind im Prinzip eigentlich Lehrkräfte, ja, so. Und er hat dann gesagt, ja, also die Quintessenz war, wir haben jetzt Lockdown, jetzt muss halt Microsoft genommen werden und so wurde das entsprechend praktiziert. Das hat ihn erschreckt und das hat auch uns erschreckt und vor allem hat uns quasi auch erschreckt, dass das quasi, oder was heißt erschreckt, man kannte das ja ein Stück weit schon davor von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen, die eben quasi, ich sage einfach mal halt in 20, 30 Jahren Microsoft-Nutzung sozialisiert sind. Und die schlicht und ergreifend quasi gesagt haben, ja, also wir haben jetzt, also ja klar, ihr seid jetzt halt nach 4 Wochen erst mit BigBlueButton um die Ecke gekommen und ja, Moodle hatten wir schon, aber Moodle ist ja scheiße und mit BigBlueButton seid ihr erst nach 4 Wochen um die Ecke gekommen, wir haben jetzt halt schon leider alles mit Teams eingerichtet, da können wir jetzt nicht mehr zurück, müssten wir ja nochmal alles umlernen. Ne? So, das waren so dann die gängigen Aussagen und das hat dann quasi aber leider auch nach der Pandemie. Leider, also man muss fairerweise sagen, es gibt schon etliche Lehrkräfte, die rübergemacht haben. Das war dann von der Schulkultur ein bisschen abhängig, wie auch die Schulleitungen drauf sind. Oder wie das Kollegium das vielleicht von sich aus getrieben hat. Da gab es schon ein leichtes Rüberschiften, weil man einfach auch gesehen hat, es funktioniert. Ja. Also nach diversen ersten Anlaufschwierigkeiten hat es halt eben auch technisch funktioniert. Und die haben dann gesagt, es gab dann schon Lehrkräfte, die gesagt haben, ah nee, ich finde das echt datenschutzkonformer, ich finde das ist eher so die Philosophie, die wir fahren sollten, Public Money, Public Code, und haben rübergemacht. Aber es ist eben trotzdem erschreckend, wie viele Lehrkräfte, wie viele Schulen nach wie vor Dienste nutzen, die eben auch davor schon im Einsatz waren, sprich MS365, einmal rauf und runter, Teams, es gibt Google-Schulen, die quasi Google Workspace nutzen, die dann sogar den Deutschen Innovationspreis gewonnen haben nach der Pandemie, weil ja alles so geil ist. Und das, muss ich sagen, hat uns eigentlich schon auch irgendwie erschreckt. Diese stillschweigende Akzeptanz, dass man einfach sagt, mir sind die Schülerdaten oder auch Kollegendaten sind mir scheißegal, wir machen jetzt damit Unterricht. Also ich missachte das Recht auf informationelle Selbstbestimmung meiner Schülerinnen, meiner KollegInnen.
Ich akzeptiere Social Tracking, ich akzeptiere Contact Tracking über die Metadaten, ich akzeptiere auch Verhaltens- und ja, Verhaltenstracking, Content, also Inhaltstracking. Und so ein Aspekt, der aus meiner Sicht total so in den Hintergrund gerät, ne, weil man einfach so sagt, naja, wir in Deutschland, wir können Autos produzieren. Wir sind ein super Maschinenbauland, also wir können super Maschinenbau, wir haben auch sonst noch so ein paar Branchen, da sind wir eigentlich ganz gut. Aber IT, also die Devices kaufen wir aus der östlichen Richtung und die Software nehmen wir einfach die aus der westlichen Richtung, also sprich aus den USA, weil den Vorsprung können wir ja eh nicht aufholen. Ne? Und das läuft aber halt im Endeffekt darauf hinaus, dass wir damit einem Pfeiler der Zukunft, man sieht das ja immer mehr, autonom fahrende Autos sind wir im Hintertreffen, weil wir die Software nicht haben. Wir sind im Hintertreffen bei KI, wir sind an allen Stellen irgendwo im Hintertreffen, obwohl wir teilweise super Produkte haben. Wenn man da noch ein paar Euro reinstecken würde, würden die Dinger explodieren, also in positiver Hinsicht. Wir hatten das in der Pandemie gesehen, weil da wir laut Aussage der Big Blue Button Leute in Kanada damals die größte Infrastruktur der Welt betrieben haben, größer als die chinesischen Unis, die das witzigerweise auch nutzen, hatten wir quasi, wir konnten Fred Dixon direkt anrufen, hatten ständig Kontakt, wenn es irgendetwas gab, hat er sofort gesagt, ja, ich fix das, ihr seid unser Referenzprojekt. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wir bräuchten das und was man dann für 10.000 US-Dollar kriegt, ist einfach abartig. Ne? Das ist aber eine Summe, ich glaube, ich weiß nicht, ich kenne die Lizenzkosten von der Schule nicht, das geht halt dort wesentlich flüssiger raus. Ne? Das heißt, man kriegt für wenig Geld viel, viel mehr. Ja? Also das heißt, Benachteiligung der deutschen, der europäischen IT-Wirtschaft. Und das, obwohl das Land Baden-Württemberg zumindest irgendwie so, ich sag mal so dual-homed unterwegs war, da gibt es eben auch in den Ämtern zwei Fraktionen, die einen wollen lieber so Richtung diese Microsoft-Schiene und die anderen haben eben das sehr wohl supportet und wir haben quasi für die Schulen eben sehr wohl Angebote, die tatsächlich für das ganze Land skalieren und es wird von dieser Klientel nicht angenommen. Ja. Ja, könnten Schulen denn schon digital arbeiten? Naja, zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich das ab, dass quasi wir so einen Behördenarbeitsplatz kriegen für die Lehrkräfte. Das heißt, die könnten untereinander, nur die Lehrkräfte untereinander, die könnten so ein kleines bisschen digital souverän arbeiten. Aber aus Sicherheitsgründen hat man natürlich die gesamte Protokollebene gesperrt. Das heißt, die IT-Professionalität, die wir Lehrkräften beibringen, begrenzt sich auf den Browser. Webmail und Nextcloud im Browser, ganz großes Kino. Ne? Damit kann ich halt quasi die Verwaltung tatsächlich dicht abregeln. Das ist aber für eine Lehrkraft halt so Pi mal Daumen 5% ihrer Wochen- oder Jahresarbeitszeit. Der eigentliche Job von einer Lehrkraft ist eigentlich Unterricht. Denn im Unterricht sieht es halt anders aus. Die Schüler kriegen nämlich auch in Zukunft keinen Mail-Account. Das heißt, wir können halt mit den Schülern weiterhin über ihre Gmail und Hotmail und Outlook.com-Accounts oder sonst irgendetwas mailen. Es gibt keine gemeinsame Dateicloud, über die man Unterrichtsmaterial austauschen kann, wo man die Shared Calendars, Kontakte, Only Office oder Collabora nutzen könnte oder sonst was. Das ist zwar in Moodle drin, aber Moodle hat eben auch seine Grenzen. Das ist ein Lernmanagementsystem, aber vielleicht nicht ein Dateikollaborationssystem. Ja, da wäre eben Nextcloud eben entsprechend besser. Wir haben keinen freien Messenger, weil bei uns im Land wurde quasi, wir haben ja die Problematik, Sachaufwandsträger kontra Kultus, das sind die Gemeinden, die sind für die sächliche Ausstattung der Schulen zuständig und das Land ist nur für die Lehrer zuständig. Also hat das Land gesagt, ihr Lehrer kriegt alle Threema, Works, Schüler, ja, muss halt die Gemeinde Threema Works Lizenzen kaufen. Ne? Ja, die haben wir halt bis heute nicht. Das heißt, wir haben weiterhin die Situation, wenn es gut läuft, kommunizieren die Lehrkräfte mit Threema und mit den Schülern mit interessanten anderen Produkten, ne? die so nicht vorgesehen wären. Ja. Und die Kerntätigkeit der Lehrkraft, das wären die größeren 95%, nämlich die Zusammenarbeit, die Kooperation, die Lernmoderation mit Schülerinnen und Schülern findet deshalb in sehr begrenztem Maße entsprechend statt. Wo fehlt's? Was bräuchte man? Naja, so ganz global, da wird auch Andi nachher noch was dazu sagen, wir bräuchten quasi irgendwie so die Entwicklung in Deutschland oder in Europa und die Verständigung auf eine digitale Ethik durch Lehrkräfte, Schulleitungen, Ämter, Politik und das müsste berücksichtigt werden und eine Selbstverpflichtung entsprechend stattfinden. Die Verringerung globaler digitalen Abhängigkeiten, Anstreben von digitaler Souveränität und damit das eben tatsächlich funktioniert, müssen wir eben auch gucken, dass wir entsprechende digitale Plattformen haben, die für sowas entsprechend auch funktionieren.
Ja, und ich möchte es an einem Beispiel, also ich persönlich bin Abteilungsleiter im Gymnasium und wir haben mit 4 anderen Gymnasien zusammen so eine Art Serververbund. Das ist kein, also sprich nur so ein Denkanstoß, das kann man jetzt nicht 1:1 auf andere übertragen, aber es wäre ein Denkanstoß, wie man es vielleicht machen kann. Kommt dann später noch was. Das ganze Ding nennt sich Schule.social, das sind 5 Schulen, da gibt es in jeder Schule 1-2 Leute, die einfach administrativ fit sind, so wie wir auch. Und wir haben ausgehend von einem Mail-Server, den es 2003 gab, da konnte man nämlich auf die Bellevue-Mails noch nicht vom Internet aus zugreifen, haben wir einen eigenen Mail-Server eingerichtet. Ich musste ein paar Mal lachen beim Mail-Server-Vortrag von oben. 2013, also es wurde dann immer professioneller, das war am Anfang nur ich, das geht natürlich nicht, wenn mir was passiert, dann ist alles futsch. 2013 ist die zweite Schule dazugekommen, inzwischen sind wir 6 Admins und das ist einfach redundant ausgelegt. Und das ganze Ding läuft jetzt halt praktisch so weiter, dass wir als Schulverbund große Server haben und Dienste für unsere Schüler und Lehrer anbieten können. Und was sind das für Dienste? Also ich habe jetzt mal vom Fenstergymnasium das genommen. Wir haben zum Beispiel Mattermost als Kommunikationsplattform eingerichtet. Wir haben eine Nextcloud, wir haben einen Moodle, wir haben eine E-Mail-Adresse für alle Schüler. Einfach wenn die im schulischen LDAP einen Account kriegen, haben die sofort eine E-Mail-Adresse. Das heißt, es steht alles zur Verfügung, direkt out of the box. Wir haben Wikis, was man eben so braucht. Was ist die Bilanz? Naja, wir können eben einfach Sachen machen, wir können auch mal was ausprobieren, wo wir sagen, ah, das ist ein interessanter neuer Dienst, den setzen wir mal auf. Also ein Kollege ist gerade total übermotiviert, der hat jetzt einen Overleaf aufgesetzt, das ist so ein LaTeX-Editor, so online, habe ich in meinem Seminarkurs mal gezeigt. Die Schüler waren so mittelmäßig begeistert, aber okay, man kann das ja mal probieren und wenn es dann nicht funktioniert, schafft man es halt wieder ab, so in etwa. Also es ist wirklich sehr, sehr flexibel. Der Nachteil ist natürlich, wir haben natürlich keine Verträge oder so, also so die ganze Haftungsproblematik und sowas ist natürlich komplett ungelöst. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt, worst case, wir werden gehackt und die Lehrermails kommen irgendwie raus, ja gut, dann weiß man halt auch nicht, was passiert. Das bedeutet, das ganze Ding ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen würden, ist aber so ein starker Hinweis darauf, in welche Richtung das gehen könnte und da geht es jetzt praktisch weiter. Für die 5 Schulen funktioniert es wirklich ausgesprochen gut, das muss man einfach sagen. Also unsere Lizenzkosten sind einfach null. Also wir machen wirklich die komplette Schule mit Open Source. Wir haben nur Linux-Clients, wir haben nur eigene Dienste und wir bezahlen die 50 Euro im Monat für den Server und damit ist die Sache gegessen. Ah, das bin ich. Genau, ganz schnell, ne? Weil jetzt können wir sagen, gibt es eigentlich schon andere Modelle, an denen man sich orientieren kann, weil in Baden-Württemberg sagt man so, ja, nee, das müssen wir halt alles outsourcen, das ist quasi so diese Lehre nach der Pandemie. Und man hat aber eben gesehen, es gab schon während der Pandemie andere Modelle. Steini vom Chaos Computer Club in Berlin hat schon ohnehin so einen Verein gehabt namens Cyber for Edu. Mit dem haben sie dann begonnen, dem Lernraum Berlin auszuhelfen, den nämlich auch ihr Moodle um die Ohren geflogen ist. Die haben dann ruckzuck in der Datenbank entsprechende Optimierungen gefunden, die dann ins Headquarter nach Australien gingen. Seitdem läuft Moodle wesentlich performanter. Und dann haben sie eine Firma gegründet, Infa.run, haben ein paar Fachinformatiker eingestellt und bieten jetzt bundesweit Leistungen an, wie eine Schule kann sich einfach Moodle bestellen, kann sich einen Matrix-Server bestellen, kann sich BigBlueButton-Server bestellen, quasi die weiten das Portfolio in Bildungsrichtung entsprechend aus und bieten das gezielt entsprechend für, ja, ich will jetzt gerade sagen Selbstkostenpreise, aber quasi nicht sonderlich gewinnorientiert, sodass sie nur die Gehälter der Firma zahlen können, sozusagen landesweit an, mit Keycloak, LDAP-Authentifizierung, alles drum und dran. Das ist Infra.run. Bayern war so interessant, weil bei uns in Baden-Württemberg heißt es halt, naja, nach Ausschreibungsrecht, das Land durfte das nicht selber machen. Und es ist halt fragwürdig, ob diese Aussage tatsächlich so stimmt oder vorgeschoben ist, weil das Recht in Bayern oder in anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz ist ja jetzt nicht sonderlich anders und da ist es eben anders. Ne? Also Bayern betreibt ein Schulrechenzentrum für die bayerische Schulcloud und da können wir dann nachher vielleicht noch was dazu sagen. Rheinland-Pfalz und Punkt, 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 also es gibt auch noch andere Länder, die es entsprechend anders gemacht haben. Okay, dreht man vielleicht an der Stelle nochmal einen Schritt zurück. Jetzt machen wir ja das ganze Digitalisierungszeug nochmal zu. Als ich in der Schule war, rund 30 Jahre her, da hat das alles so ein bisschen angefangen und 20 Jahre ist das jetzt klar, wie das ungefähr läuft. Und jetzt wird immer wieder, hört man so, ja, ich kann ja auch Auto fahren, ohne dass ich das Auto verstehe. Und dann überlegt man erst mal, ja, ja, stimmt natürlich, sieht man an viele Autofahrer, die verstehen das nicht. Und, ja. Wie ist das mit IT?
Und jetzt gucken wir mal IT. Ich meine, ein Auto befördert mich von A nach B. Wisst ihr was, das hat es schon immer gegeben. Es war halt früher langsamer, war halt mit dem Pferd, mit dem Wagen, war halt zu Fuß. Und heute ist das halt mit dem Zug, mit dem Flieger oder sonst was. Aber es befördert einen von A nach B. Eine relativ banale Sache. Und wie ist das mit der IT? Ich meine, IT, das geht heute durch alle Bereiche unseres Lebens. Fängt an bei privateste, persönlichste Leben von uns Menschen und geht hin bis zur ganzen Gesellschaft. Okay? Vor 20 Jahren hätte man da gesagt, ja, das ist so Computer, damit kann man Wahlen beeinflussen, das wird mal diskutiert, groß diskutiert werden, ob der amerikanische Präsident die Wahl auch gewonnen hätte, wenn dieses oder jenes soziale Netzwerk so und so sich anders verhalten hätte. Das hätte damals niemand ernst genommen. Okay? Das haben damals schon Leute gesagt, wohlgemerkt. Es gibt ja diesen Spruch von der Free Software Foundation, irgendwie, zumindest kommt es aus dem Umfeld Free Software, Free Society, wo man erstmal denkt, so, er ist ein bisschen arg weit weg hergeholt. Okay, ich meine, der Spruch wird jedes Jahr, obwohl er so kurz ist, treffender und aktueller. Und ja, was beobachtet man? Wir haben Netzwerkeffekte, wir haben ein paar wenige Konzerne, die weltweit agieren, die Gesetze von einzelnen Ländern sind für die gar nicht so wichtig, weil die können im Prinzip da immer so ein bisschen hin und her wandern, wie es ihnen gerade passt. Und die haben sich da etabliert und diese Netzwerkeffekte, die sind ja mittlerweile auch bekannt. In der Betriebswirtschaft und so, da wird das ja mittlerweile auch gar nicht mehr bestritten. Da hat halt, Konkurrenz hat eigentlich keine Chance. Und warum haben wir einen Föderalismus? Warum haben wir Gewaltenteilung? Warum hat man in den USA Checks and Balances? Weil man einfach feststellt, wenn sich Macht konzentriert und wenn die nicht kontrolliert ist und wenn die nicht auf Zeit irgendwie begrenzt ist, dann führt die eigentlich immer zu Missbrauch und zu Entwicklungen, die nicht dem Gemeinwohl dienen. Und jetzt ist eigentlich, muss doch die Frage sein, wie reagieren wir jetzt als Gesellschaft? Wie reagieren wir auf diese Entwicklungen, auf diese IT? Und ja, was wollen wir eigentlich? Was will man als Lehrer? Wofür waren wir eigentlich ausgebildet? Und was hat uns auch unsere Position in Europa, sagen wir mal so, wirtschaftlich und auch unser Wohlstand, den man ja genießen kann, was hat da einen erheblichen Beitrag geleistet? Das ist doch einmal, dass man an was teilhaben kann, dass man da mitmachen kann, dass da ja schon Sachen miteinander konkurrieren, dass ja, sich Sachen, verschiedene Sachen ausprobieren kann und sich dann auch die beste Lösung irgendwie durchsetzen kann. Und dann kommt aber auch wieder ein Herausforderer, der vielleicht noch was Besseres hat. Und da wollen wir natürlich auch was entdecken und erforschen und erfinden. Das liegt vielleicht nicht jedem, aber die Leute, die da eine Ader dafür haben, die müssen wir eigentlich auch dafür gewinnen in unseren Schulen. Dann wollen wir einen fairen Wettbewerb. Es soll nicht so sein, einer hat einmal Glück gehabt und der kann sich jetzt ausruhen und alle müssen nach dem seiner Pfeife tanzen. Ich meine, das kann in niemand seinem volkswirtschaftlichen Interesse liegen, wenn ihm das Gemeinwohl von der Gesellschaft irgendwie am Herzen liegt oder ihm was bedeutet. Und dann haben wir auch zumindest in unserer westlichen Welt ja irgendwie so ein Bild, wie eigentlich steht bei uns als allererstes im Grundgesetz, Würde des Menschen, und da kann man auch drüber diskutieren, aber zumindest bei uns wird es als wertvoll erachtet, dass es ein Individuum gibt, dass das irgendwie ja, gewisse Entscheidungen fällen kann, dass das eine Persönlichkeit ist, die ich nicht einfach manipulieren kann und dahin schubsen kann, wo es mir halt passt, weil ich dann damit viel Geld verdienen kann. Und vor dem Hintergrund und mit der Ausrichtung, da müsste man vieles, was zurzeit in der Digitalisierung von Bildung falsch läuft, müsste man anders machen. Weil ich denke, man muss nicht die IT aus den Schulen raus oder die Kompetenz und jetzt nur noch sowas nehmen. Ja, das ist halt ein Medium, wo ich benutze, aber ich muss das nicht verstehen und ich muss da auch nicht dahinter blicken können, sondern man muss das einbinden. Man muss genau dafür sorgen, dass es viele Leute gibt, die halt da Akteure sind und nicht Konsumenten.
Und wie könnte man sowas machen? Wir haben jetzt schon ein praktisches Beispiel gehört. Und wie könnte man sowas ein bisschen institutionell machen, ein bisschen ausweiten, größeren Rahmen dafür schaffen? Da haben wir die Schule. Und was bei uns zurzeit passiert, ja, die Lehrer kennen sich eh nicht richtig aus. Und die machen da so Sachen, dass man nicht richtig kontrollieren kann. Also das müssen Profis machen. Weil dann hat wieder einer, hat wieder Sagen und kann sagen, ah, zack, so wird das in der Schule gemacht und der Lehrer muss auch nichts Neues lernen und so. Na, ist das für alle am besten. Aber ich glaube, dass genau das Gegenteil man eigentlich machen muss. Man muss schauen, dass fähige Leute die IT wirklich ausfüllen können und es aktiv hinter die Kulissen blicken können, dass die in den Schulen drin sind. Weil das ist, was die Schüler lernen. Die Schüler lernen ganz viel einfach, dass sie gucken, was macht mein Lehrer. Da gibt es einmal den Stoff, okay, den lernen sie, müssen sie lernen, kommt es nicht drum rum. Aber mindestens genauso viel lernen sie dadurch, dass sie einfach Vorbilder haben. Und wenn sie keine Leute haben, wo sie sehen, hey, der guckt das schon genau nach und der stochert da mal drin rum und der guckt mal, wie funktioniert denn das hinter den Kulissen und was passiert denn da? Das überträgt sich auch auf die Schüler. Und so müssen wir das machen. Und das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere Lehrer auch entsprechend fördern, die solche Fähigkeiten haben und irgendwie da einen Austausch schaffen. Dass nicht ein Lehrer, der das einmal gelernt hat vor 20 Jahren, das 40 Jahre erzählt. Sondern dass der auch ein bisschen da neue Ideen bekommt, auch noch auf neue Entwicklungen reagieren kann. Und da wäre so eine Idee, dass man eigentlich sowas wie ein Rechenzentrum hat, wie es ja die Universitäten haben und wie das auch in Baden-Württemberg mit Bellevue ein Stück weit war. Die haben Dienste für die Schulen aus zur Verfügung gestellt. Und sowas könnte man noch mehr reinbringen in die Schule und auch in die Ausbildung von den Lehrkräften, die das dann vor Ort halt auch supporten und die da halt auch eine Ausbildung ein Stück weit kriegen oder auch halt unterstützt werden bei Fragen, bei Problemen. Und genauso in der Lehrerfortbildung könnte man auch wieder das einfließen lassen. Und es müsste auch über technische Sachen hinausgehen. Auch so ethische Sachen sind da ganz wichtig, die komplett unter den Tisch fallen. Welche Verantwortung habe ich für meine User? Ich als Sys-Admin habe eigentlich große Macht. Ich habe viele Daten, auf die muss ich aufpassen und die können missbraucht werden. Und da muss ich auch eigentlich eine ethische geschult sein, dass ich weiß, okay, das als Sys-Admin ist nicht okay, wenn ich da nachstöber, wann ist da wer angemeldet, wie lange und wie sonst was. Da merkt man was da auf einmal für so ein Gefälle da ist, einfach durch diese Macht, die man dadurch hat. Und das muss man im Prinzip auch diskutieren und sich überlegen, wie man das machen kann. Und das ist so eine Idee, wie man das vielleicht machen könnte und wie man dieses ganze System, weil es immer heißt, ja, das muss digitalisiert werden. Wenn man das machen will, und ich denke, man wird nicht drum rumkommen, dann muss man es wirklich so machen, dass es in die Tiefe geht und dass es hinter die Kulissen geht und auch möglichst viele Schüler gewinnen für die IT und für das hinter die Kulissen schauen, weil Digitalisierung greift so weit in die Gesellschaft ein. Wir müssen das, wenn wir das demokratisch verankern wollen, müssen wir möglichst viele Leute haben, die das verstehen, die in dieser Gesellschaft selber verankert sind. Dann können wir das zum Positiven wenden für uns als Gesellschaft. Aber wenn das was von außen ist, wo andere Sagen haben, dann können wir unsere ganzen Regulierungsmechanismen, die dafür sorgen, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung leben, können wir dann womöglich bald mal wegschmeißen, weil die einfach sabotiert werden. Unsere Gesetze sind nicht dafür gemacht, dass man so Leute manipulieren kann und dass man das so drehen kann alles. Das ist einfach nicht vorgesehen. Okay. Jetzt geht es wieder ein bisschen weniger theoretisch weiter, genau. Sag ich mal. Jetzt kommt noch die Abrundung, genau. Also ich versuche mal einen Knopf dran zu machen. Das war jetzt also schon so ein ziemlicher Achterbahn und Ausflug, war eigentlich auch Absicht, weil wir ja schon zu dem Schluss kommen wollen, gut, was haben wir jetzt eigentlich gelernt oder was sind unsere Learnings aus dieser Erfahrung, dass wir das BBB gemacht haben, dass wir mit den Schulen einen Schulverbund haben,
Die Sachen, die der Andi gerade genannt hat, das ist was, was bei uns in der Schule so in das grundlegende Medienkonzept mit eingeflossen ist. Das ist praktisch noch unterhalb von allen Softwareüberlegungen und Ausstattungsfragen liegt, sodass man praktisch so Leitplanken hat, wo man sich überlegen kann bei uns an der Schule, wollen wir das nicht, passt es da rein oder passt es da nicht rein. Ganz wichtig, also was wir gelernt haben oder was wir glauben oder was wir behaupten gelernt zu haben, so muss man eigentlich sagen, ist, man kann das schaffen, also es funktioniert prinzipiell. Also wenn man Lösungen schafft, die frei sind, die flexibel sind, die auf die Nutzerbedürfnisse eingehen, das kann man machen, das funktioniert definitiv. Und man kann es auch selber machen, also sei es jetzt im schulischen Rechenzentrum, sei es im Serververbund, sei es mit einer Firma wie InfraRun, also man muss da nicht zwingend zu Google gehen oder sonst wohin, es funktioniert. Was uns irgendwie auch klar ist, ist natürlich, dass das, was wir beschreiben, keine digitale Bildungsplattform ist, weil die lässt natürlich zum Beispiel vermissen, dass so eine Bildungsplattform zum Beispiel auch so Fragen natürlich reinkommen ist, wie können jetzt dritte Anbieter an dieses Ding angedockt werden? Wie können die Eltern mit reinkommen? Völlig ungeklärt. Ja, in Baden-Württemberg schaffen es noch nicht mal irgendwelche Kommunikationsmittel zu schaffen, wo die Lehrer mit den Schülern kommunizieren können. Ja, wenn man da mal über die Eltern nachdenkt, gute Nacht. Das ist ein Grundproblem, da müsste sich einfach auch mal drüber klar werden, was wir eigentlich mit Bildungsplattform meinen. Und dann müssten wir überlegen, wie man das schaffen kann. Ganz spannend fand ich da einen Thread, den es neulich gab, auf Mastodon, glaube ich, da hat Chris Köntop das beschrieben, wie das in Holland gemacht wird. Die nehmen also konsequent einfach Google Edu durchgängig. Da gibt es viele Dinge, die er beschreibt, die sehr, sehr gut sind und wo wichtige Kriterien deutlich werden, wobei wir natürlich nicht dafür plädieren, das mit Google zu machen, wie man nach diesem Vortrag hoffentlich wissen kann. Aber die Kriterien, die da so ein bisschen sich zeigen, sind eben, die Pädagogik muss im Mittelpunkt stehen, also man muss fragen, was sind die Werkzeuge, die die Schüler und die Lehrer wirklich brauchen und nicht einfach sagen, ihr habt ein Online-Office, macht mal irgendwas. Die Organisation, die muss für alle gut sein, also die Plattform muss für alle funktionieren, die beteiligt sind und man braucht im Endeffekt irgendwie so ein Identitätsmanagementsystem, wo man möglicherweise auch noch externe Leute dran andocken kann. Aber all diese Probleme sind auch mit Open-Source-Software lösbar. Das ist jetzt unsere Behauptung hier einfach mal. Es gibt eine Initiative, unsere digitaleschule.de, die hat sich gebildet, auch während der Pandemiezeit, als durch das Kultusministerium Office 365 so massiv gepusht wurde. Und die haben ein ganz ähnliches Konzept auf ihrer Homepage. Da sieht man das, das sind eben so Blöcke, die hier gezeigt sind. Und das ist eben genau das. Ich habe eben verschiedene Blöcke für verschiedene Funktionen und die Schulen können sich das aussuchen. Also was ja häufig einfach überhaupt nicht berücksichtigt wird, erlebe ich gerade bei mir in der Kommune, dass halt die Gemeinschaftsschule eine völlig andere Anforderung hat als eine Grundschule, als ein Gymnasium, das Informatik als Hauptfach unterrichtet in der Oberstufe. Die sagen halt, wir wollen ein einheitliches System, dann machen wir da einen Haken dran, tschüss, schöne Gegend. Wird halt nicht benutzt. Und jetzt kommen wir praktisch als abschließendes Ding oder als vorletzte Folie, wäre praktisch das, was der Andi vorher beschrieben hat in dem Diagramm mit dieser Rückkopplung. Das wäre eben mal so ein Grundprinzip, wäre eben unser Vorschlag, wäre praktisch so ein Betreibermodell, dass wir die Möglichkeit haben, als Schule irgendwo zu sagen, wir brauchen die und die und die Werkzeuge, könnt ihr uns das mal hosten. Und das könnt ihr auch jetzt anfangen und man könnte sowas wie das Identitätsmanagement später drunter legen. Also das ist ja nichts, wo im Prinzip eine strikte Abfolge hat. Und wenn das Identitätsmanagement offen ist, sodass ich da alle möglichen Dienste dran anbinden kann am Ende, kann man das ja auch wechseln zum Beispiel. Und das ist was, was natürlich in der Bürokratie oder in der Kultusbürokratie oft auch einfach so ganz linear gedacht wird. Da wird eben gesagt, gut, wir brauchen jetzt erstmal dieses und bevor es das nicht gibt, machen wir gar nichts anderes. Was dann zur Folge hat, wenn man sich bei diesem nicht einigen kann, dass niemals was anderes passiert. Und das ist natürlich einfach für alle die allerschlechteste Variante. Das heißt, unser Ding wäre flexibel, schnell, das ist noch was anderes, wenn ich mich jetzt auf eine Plattform praktisch festlege, dann ist das gern auch so, dass die Politiker denken, ja, das ist das, was wir die nächsten 30 Jahre verwenden. Ja, Blödsinn, wird natürlich nicht passieren. Also nichts in der IT hält 30 Jahre in einer Form. Das heißt, wir brauchen was Flexibles und wir glauben, dass so ein Betreibungsmodell das sehr gut praktisch abbilden könnte und eine solide Basis sein könnte, um darauf eine schulische oder Dienste für Schulen zu entwickeln, die allen zugutekommen. Genau. Das Zitat. Das Zitat zum ist zum Selberlesen, genau. Damit wären wir durch. Im Gegensatz zum letzten Mal mit Funklandung. Funklandung, ne? Und würden für Fragen zur Verfügung stellen.
Prototyp zu haben und danach ein Produkt, das man so halbwegs nutzen kann, braucht so eine Art Investition, eine Art Kapital, eine Art so viel Arbeit am Beginn, vielleicht ein bisschen weniger danach. Wer kann sich das leisten? Oder welche Akteure soll man hier SAP? Also ich sage es mal so, die offizielle Zahl, wobei sich da die Firma, die damals die erste Bildungsplattform entwickelt hat, die dann, wie es Frank dargestellt hat, ja leider nicht zum Fliegen kam, weil sie bei der Anmeldung von 150 Multiplikatoren, die darauf geschult werden sollten, zusammengebrochen ist. Und den Kosten des Kultusministeriums, die wurden gegengerechnet. Übrig blieben 6 Millionen, die dann einfach weg waren. So. Das, was wir in der Pandemie hingestellt haben, und das war eine Bildungsplattform, die darauf skaliert war, sozusagen zu Friedenszeiten, zu nicht viralen Zeiten, eine sehr begrenzte Anzahl an Schulen quasi zu supporten, weil man ja nicht von, was weiß ich, 10 Stunden Unterrichtsbetrieb am Tag ausging, die tatsächlich auf dieser Plattform stattfand, sondern, naja, die laden da ihre Hausaufgaben runter, machen ein paar Übungen. Ne? So. Ich kenne auch die echten Zahlen, die deutlich höher liegen, wenn ich die Kosten der beiden Institutionen dann auch noch aufnehme. Also da wurden richtig viele Millionen verbrannt. So. Unser Projekt hat in der Pandemie, in der Hochzeit, als wir die Maximalzahl an Servern hatten, so roundabout 1,2 Millionen im Jahr gekostet, aber nicht an Aufbaukosten, sondern sie lief, sie hat funktioniert. Ja. Und von daher gesehen, die Gelder im Land sind ja, also bei einem Bundesland, die Gelder sind ja grundsätzlich da. Das ist eine Frage dessen, wo man sie hinschiebt, was man damit macht. Und nach meiner Erfahrung, ich bin schon eine Weile dabei, ich bin länger dabei, als ich noch dabei sein werde, ist es einfach so, dass mit ganz anderen Zahlen operiert wird für Projekte, bei denen nachher nicht hinten das rauskommt, was jetzt bei uns hinten rausgekommen ist. Ne? Also es gab zwei schlagkräftige Teams aus studentischen Hilfskräften bei Bellevue plus ein Rechenzentrumsleiter. Und es gab hier 3+2 Lehrkräfte, die nur ich war freigestellt. Ich habe dann aber quasi die Kommunikationspart komplett übernommen und den Supportteil. Und ich habe quasi zwei Leute gehabt, die quasi diese Infrastruktur für mehrere hunderttausend Leute aufgebaut haben. Also wir behaupten einfach, und das lassen wir uns seitdem auch nicht mehr sagen, dass das nicht geht, dass man das nicht hinkriegt. Wir haben bewiesen, dass es hingeht, und wir wurden zwar während der Pandemie von den Gegnern im KM als Staatsfeind Nummer 1 bezeichnet, wie mir zugetragen wurde, aber seitdem traut sich zumindest zu uns niemand mehr zu sagen, das geht nicht. Ne? Also wir glauben, das skaliert, das kostet Geld, gar kein Thema, das kostet Geld, aber wir glauben, das Geld ist da, das ist eine Frage des Willens, und wenn man es nie anpackt, wird es auch nie was. Also um es vielleicht noch konkreter zu ergänzen, wenn man so ein Modell aus der Grundbasis bei Bellevue heraus entwickelt hätte, also aus dem Landesrechenzentrum für die Universitäten, da wäre ja vieles von diesen Investitionskosten, die Sie angedeutet haben, schon geleistet gewesen und von dort aus weitergegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich, dann hätten wir mit dem Geld, was man sonst an Lizenzgebühren bezahlen muss, wahrscheinlich sehr weit kommen können. Und auch dort hat einfach der politische Wille gefehlt, das kann man einfach ganz klar sagen. Also die Argumente, die da genannt wurden, warum die schulische IT nicht mehr von Bellevue gemacht werden kann, die waren vorgeschoben. Also die Probleme hätte man alle lösen können, wenn man gewollt hätte. Also das ist nicht nur eine Behauptung, sondern das dürfen wir natürlich als Beamte nicht offiziell, wir können die Dokumente nicht nach außen geben, aber wir können sagen, wenn man es gewollt hätte, hätte man das machen können. Also die Investitionen sind durchaus zu stemmen. Also zu den Kosten nochmal. Wir haben natürlich die Trennung zwischen Land als Kostenträger, der einfach sagt, wir sind für die Schüler überhaupt nicht zuständig. In Baden-Württemberg ist das so, sondern das sind die Städte und Gemeinden. Ne? Wenn ich aber zu den Städten und Gemeinden sagen würde, wir bauen euch vom Land her eine Bildungsplattform auf, wenn ihr uns dafür die Lizenzkosten gebt, die ihr für proprietäre Software jedes Jahr rausklopft, dann könnten wir 3 Bildungsplattformen hinstellen noch für andere Bundesländer. Behaupte ich einfach mal. Ja, unserem Rheinland-Pfalz ist der Traum ja schon wahr geworden. Wir haben als Landeslösung Olaf, Big Blue Button, Metamos, JetBlue und Nextcloud, alles was man braucht für den Unterricht, mit Support an einer Universität gehostet für alle Hochschulen und Schulen in ganz Rheinland-Pfalz. Und von denen, die halt von ihrer alten Software nicht weg wollen, höre ich dann hin und wieder mal,
ja, warum müssen wir denn dieses neue Zeug nehmen? Die in Baden-Württemberg, die dürfen noch Zoom nehmen. Das tut mir immer so ein bisschen weh. Ja, das ist tatsächlich so. Das, was im März 2020 rausgehauen wurde, ihr dürft jetzt alles nehmen, wir haben Pandemie, wir haben eine Problemlage. Dieses Dekret wurde nie zurückgenommen, das ist noch aktiv, das ist leider tatsächlich wahr. Und wenn wir beäugen natürlich Länder wie Rheinland-Pfalz, wir waren ja in engem Kontakt auch mit den Leuten, die dort Big Blue Button betrieben haben. Da gab es ja eine länderübergreifende Vernetzung mal auf operativer Ebene, nicht auf Elfenbeinturm-Ebene. Ne? Von daher gesehen, wir wissen schon, was da abging. Ne? Oder auch Bayern. Bayern hat in der Zeit jetzt irgendwie, obwohl sie auch irgendwie so halbseitig unterwegs sind, immerhin eine bayerische Schulcloud hingestellt, die bis, so was ich angeschaut habe und was ich über Kanäle nach Bayern rausgekommen habe, bis auf die E-Mail-Konten, die für Schüler ebenfalls nicht vorgesehen werden, alles abdeckt, was wir hier auch haben wollen. Allerdings findet die Aussage auch in Bayern statt, wir werden keine Schule zwingen, weil der Herr Piazzolo ja ebenfalls Microsoft einmal komplett freigegeben hat, und zwar schon vor der Pandemie, und da gibt es halt auch die Aussage, wir werden keine Schule zwingen, das zu nutzen, Schulen, die das machen wollen, ja, aber er rückt uns ab. Das ist freie ja. Software. Wir stehen natürlich für Fragen auf, die ganze Zeit zur Verfügung, stellen Sie da vorne noch hin. Die nächste Warte, ja. Ja.